Infuse Studio. Merch. Unreal Engine. Spirit of the North. Moin moin und herzlich willkommen zu Spirit of the North. Ja, das Spiel gab es vor einer Weile kostenlos eigentlich auf Epic und da hatte ich mir das damals geholt. Lag Ewigkeiten bei mir hier auf Epic einfach nur so rum und ich wollte das jetzt heute mal mit euch gerne mal ausprobieren, das Spiel. Irgendwie aber komischerweise, warum funktioniert der Game Sound nicht? Ich höre nichts vom Game. Einen Moment. So, da muss ich mal leicht was kurz ändern. Über OBS. Muss ich mal schauen, woran liegt das? So, ich verstehe jetzt gerade nicht. Man hört ja nichts vom Spiel gerade. Dauert jetzt ein kleinen Moment. So. Müsste jetzt vielleicht laufen, oder? Schauen wir mal da. Hier in den Einstellungen vielleicht. Ah, jetzt. Okay, jetzt kommt der Ton. Dann wollen wir jetzt mal starten zum Live-Let's Play Spirit of the North. Warum funktioniert das mit dem Controller? Muss ich jetzt mit Maus und Tastatur machen? Dann mache ich das halt mit Maus und Tastatur, wenn es mit Controller nicht will. Dann spielen wir halt so. Wo ist denn jetzt die Maus da? Dann wird das halt jetzt erstmal so laufen. Ich hatte jetzt gedacht, mit Controller könnte es funktionieren. Wird es laufen? Und den Fuchs spielen wahrscheinlich wir. Gehe ich mal von aus. Bin gespannt, was uns dieses Spiel jetzt erzählen wird, eine Story. Okay, was ist denn das da hinten? Ah, jetzt kann ich steuern. Kapitel 1. Wahrscheinlich muss ich diesen roten Wolken da hinterher. Wie hoch wir springen. Sieht schon süß aus. Aber ich kann jetzt nicht sprinten. Komm, wir gehen mal dahin. Unsere Spur verschwindet auch nach einer Weile. Ich finde es schade, dass wir jetzt gerade nicht rennen können, vielleicht später. Okay, ich gehe mal davon aus, dass wir diesen Stein hier folgen müssen. Und das führt uns dann da, wo diese roten Wolken herkommen. Ich weiß jetzt aber auch nicht, weil das ja schon sehr, sehr offen ist, hier das Gebiet, ob wir hier irgendwas entdecken können, ob wir hier Sammelaufgaben haben. Das weiß ich nicht. Das
Aber so langsam, wie wir hier unterwegs sind. Ja, mal schauen. Vielleicht später. Ich glaube aber auch, wenn es am Anfang noch nicht erklärt wird, dass wir hier Sammelaufgaben haben, dann brauchen wir hier auch, glaube ich, noch nichts zu suchen, zu sammeln. Ich finde das Springen immer noch super hier. Da ist jemand, der schon tot ist. Aber ich habe keine Ahnung. Okay, hier können wir nicht, also. Ja, komm, ich will hier raus. Ich glaube, wir müssen schon dahin. Boah, die Musik ist voll schön. Warum fällt mir das jetzt erst auf? Okay, hier geht es nicht weiter. Hier haben wir. Okay. Ah, jetzt erst. Okay. Hier geht's auch nicht weiter. Wahrscheinlich zu dem Toten dahin bringen. Wo war denn der? War der hier? Hier war der doch. Ah, ja. Hallo. Okay. Jetzt hat er hier aufgemacht. Speichern. War das jetzt die erste Aufgabe, die wir erfüllt hatten? Von den ganzen da, die alle da unten jetzt in diesen Strichen da angezeigt wurden? Wahrscheinlich die erste. Boah, ich liebe so Eishöhlen, wirklich. Jetzt will ich hier mal gucken. Vielleicht gibt es hier noch irgendwas. Hier sind wieder diese Traumfänger. Damit können wir aber nichts machen. Aber mit, okay. Ich konnte jetzt auf einmal. Also, ja. Das ist wahrscheinlich. Ah, ein anderer Fuchs. Okay. Ja, das machen wir jetzt mal nach. Ich weiß nicht, ob wir hier drauf gehen können, sterben können. Deswegen. Okay, ich komme da nicht so einfach hoch. Der will nicht. Doch, funktioniert doch. Okay, wir gehen mal erstmal dahin. Mal schauen, was wir hier finden. Vielleicht ist das der Weg darunter. Und wenn wir den gesprungen wären, hinterhergesprungen wären, wären wir vielleicht draufgegangen. Müsste da, glaube ich, gewesen sein, oder? Da ist der Fuchs.
Jo, okay. Jetzt ist die Frage, können wir einfach so übers Wasser oder durchs Wasser, ohne zu erfrieren, drauf zu gehen, wie auch immer? Ich weiß jetzt noch nicht, ob wir sterben können. Ich riskiere es mal. Okay, wir können schwimmen. Wir erfrieren nicht, weil das hier im Eis ist. Okay, das feiere ich gerade. Wir sind nass. Man sieht das auch richtig. Für so ein Indie-Spiel, dass wir... Ja, dass unser Fell nass ist. Wir gehen hier mal weiter. Okay, hier kommen wir noch nicht weiter. Wir müssen hier irgendwas erfüllen, erledigen. Wo ist denn jetzt der Geisterfuchs hin? Da oben war der drauf, oder? Aber wir können immer noch nicht rennen. Wir können nur so entspannt rumlaufen. Na, komm. So. Na, Steuerung ist noch ein bisschen hakelig. Okay, komm, dann so. Und dann... Ah, jetzt ist frei. Aber trotzdem, ich würde das jetzt gerne nochmal mit dem Controller versuchen. Ob das jetzt funktioniert. Ja, mit dem Controller funktioniert es. Okay, hier ist B. Ah! Okay, damit, also... Okay, ich... Mittlerweile, ja, dann machen wir mit Controller erstmal weiter. Vielleicht wird noch ein bisschen mehr erklärt, was Steuerung angeht oder so. Aber es funktioniert doch mit Controller. Wäre mir auch persönlich angenehmer. Komm, mit Springen sind wir sogar schneller. Ah, da ist es. Ist das ein Weibchen oder ein Männchen? Ich will aber... Hallo, ich will da noch ein bisschen gucken. Okay, damit können wir langsamer. Also das ist schon das Schnelle, was wir machen. Okay, dann gehen wir mal lieber dem Fuchs oder der Füchsin hinterher. Ich weiß jetzt nicht, ob es ein Männchen oder Weibchen ist. Ich weiß nicht mal, ob wir Männchen oder Weibchen sind. In welchem Zusammenhang... unsere Beziehung zu dem anderen Fuchs da ist. LB. Ah, jetzt können wir rennen. Okay, dann mussten wir erstmal nur freischalten. Und jetzt können wir nicht mehr rennen. Und jetzt wieder doch. Okay, mit Controller finde ich das jetzt aber trotzdem viel, viel angenehmer. Und jetzt rutschen wir. Boah, aber es ist schon ein schönes Spiel, muss ich sagen. Also ich finde es jetzt schon schön. Ah, okay. Und dann jetzt mal hinterher. Na klar. Der Fuchs hier oder die Füchsin... Die kann da ganz entspannt laufen. Wir rutschen hier nur ab. Aber macht schon ein bisschen Spaß, muss ich sagen. Können wir da wieder hochrutschen?
Ja, bis zu einem gewissen Punkt. Okay. Wo geht's denn da hin? Ah, hier können wir wieder hoch. Und wir haben noch einen Zauberstab gefunden. Yeah! Okay, nice. So, wo ist denn jetzt der andere Magier? Wahrscheinlich da, in dem. Hier muss er wahrscheinlich sein. Ich bin ehrlich, ich habe das Spiel bisher noch nicht gespielt. Aber ich vermute, dass das hier die ganzen Sammelaufgaben sind, jedes Mal einen Zauberstab zu finden und irgendeinem Toten hier abgeben. Da haben wir wieder einen Toten. Okay. Und was habe ich jetzt freigeschaltet? Was macht er? Ah, okay, das sind die ganzen Zauberstäbe unten. So viele gibt es hier zu finden. Und mal schauen, ob wir alle finden müssen. Ob das auch relevant ist für die Story. Komm, wir wollen mal rutschen. Ich will rutschen. Okay, kein Schaden. Okay, und jetzt wieder da. Ah, ne, geil, geil, geil. Längere Rutschpartie. Nice. Und hier haben wir wieder die Traumfänger. Okay, speichert. Ah, Pascal. Nur weil ich Fuchsspiele spiele, heißt das noch nicht, dass ich auch ein Fuchs bin. Vielleicht riechen wie einer, aber. Ja. Und übrigens, willkommen zum Live-Let's Play. Das kommt hier auch auf YouTube. Also pass auf, was du sagst, ja? Okay, bevor wir jetzt da runter gehen, jetzt will ich wissen. Okay, hoch kommen wir nicht mehr. Schade, ich hätte jetzt gern gewusst, ob wir jetzt vielleicht noch einen Zauberstab übersehen haben. Wir sind hier gerade abgerutscht, also runtergerutscht. Und OBS hat sie dann aufgehängt. Also das lag jetzt nicht am Internet oder das Spiel oder so, das war einfach jetzt OBS. Und ja, toll. Hat mich auch gerade gewundert. War jetzt nur dieser eine kleine Abschnitt hier. Und da habe ich gerade noch gesehen gehabt, so, dass OBS hängen geblieben ist. Aber hier war doch gerade noch irgendwo. War hier nicht gerade noch irgendwo ein Eingang nach oben? Noch ein weiterer? Ne, ich glaube, es war nur das da. Okay, dann gehen wir ganz normal wieder runter. Aber ja, das war jetzt echt super, dass OBS da mir abgeschmiert ist. Aber immerhin, sofort direkt danach lief es wieder. Also da rutschen wir wieder ab.
Ja, ist jetzt aber auch das erste Mal, dass ich streame und aufnehme zugleich. Und da muss ich auch aufpassen, dass ich nicht irgendwie irgendwas falsch eingestellt habe. Kann auch sein, dass mein PC deswegen ein bisschen überfordert ist und OBS deswegen abgeschmiert ist. Hier geht es ja auch noch weiter nach oben. Ja, der muss rennen. Okay, hier rennt er jetzt... Ne, hier rennt er doch nicht durchgängig, ja? Achso, das führt wieder komplett zurück. Toll. Egal, wir gehen da jetzt mal wieder runter. Okay, jetzt dauert das ein bisschen länger mit der Ausdauer. Okay. Und jetzt wieder rutschen. Ja, Mann, das Rutschen feiere ich hier. Und Kapitelfortschritt speichern. Das Springen ist super. Ah, da ist wieder unser Geist. Hier, die andere Füchsin oder Fuchs. Jeehaw. Boah, das Rutschen, ich feiere das wirklich. Ich mag das Rutschen. So, jetzt ist die Frage, gibt es hier noch mehr von diesen Skeletten und Zauberstäben? Das sieht sehr verdächtig aus. Hier eine Burg. Einen kleinen Turm. Können wir da rein? Ja, wir können hier rein. Nice. Und hier ist ein Zauberstab. Können wir da irgendwie hoch? Okay, nach oben können wir nicht. Da ist ja noch ein Turm. Dann gehen wir mal zu dem. Hier müsste auch ein Eingang sein. Kann ich nicht weiter? Ne, ich kann hier nicht weiter. Okay. Ist hier vielleicht der Eingang? Auch nicht. Ja, okay. Dankeschön. Ja, aber ich bin hier beschäftigt. Komme ich da irgendwie hin? Ne, komm. Nochmal. An das Fenster kommen wir ja nicht dran. Ich kann nur hoffen. Ne, hier geht's auch nicht. Gibt es irgendwie eine Möglichkeit hier? Genau. Gibt es irgendwie eine Möglichkeit, sich anzeigen zu lassen, wo ich mit dem Zauberstab hin muss? Ich gehe davon aus, dass es irgendwo hier in der Nähe sein muss. Wohl da sieht es auch aus, als könnte man da irgendwie weiter hoch. Komm, wir versuchen es hier mal. Oder ist hier vielleicht noch ein Eingang? Da runterrutschen will ich jetzt nicht. Also noch nicht. Nein, nicht runterrutschen, nein. Ich will hier hoch. Ja, okay, das hat geklappt. Hier geht's weiter. Okay, wo ist jetzt der Magier, für wen der Zauberstab hier bestimmt ist? Irgendwo muss er doch sein, oder? Ich habe keine Ahnung. Aber hier geht es ja auch noch ein bisschen nach oben.
Ich hoffe, wir rutschen jetzt nicht ab. Nein, und jetzt rutschen wir ab. Okay, das heißt, er muss dann wahrscheinlich... Oh, hier war der. Okay, super. Okay, das war jetzt unser dritter. So, okay, was jetzt? Was heißt das jetzt?